Wir machen, damit es passt, ist es zu lang. No, ach, ich wollte Kirschblütenfarm draus machen. Was machen wir denn? Oh Gott, da war ich nicht drauf. Da war ich überhaupt nicht gefasst drauf. Was machen wir denn jetzt mal hier draus? Oh Gott, ich brauche irgendeinen richtig schönen Namen. Was ganz, ganz Freundliches. Wir machen einfach kleine Farm draus. Die Pfötchenfarm, das klingt süß. Vielleicht Pfötchen? Ich find's süß. Oh nein, das kommt davor. Oh nein, Farmpfötchen, was? Also, das nenne ich mal einen Namen, der was hergibt. Ich denke, das genügt für heute, Nobita. Ich gehe jetzt nach Hause. Oh, ich sollte wohl fragen, wie man überhaupt eine Farm betreibt. Ich weiß rein gar nichts über Farmarbeit. Bringst du mir was bei? Klar, gehen wir zurück zur Farm. Dann gehen wir die Grundlagen durch. Mir nach. Oh, hey Leute, schon zurück? Hast du beschlossen zu helfen, Nobita? Ja, ich leihe mir etwas Ackerland von Harmon, um das ich mich kümmere. Wow, das ist ja unglaublich, Nobita. Ach was. Harmon ist hier, um mir alles über die Farmarbeit beizubringen. Klingt gut, ich werde zuschauen. Okay, fangen wir mit dem Unterricht an. Nimm als erstes das hier. Was ist das? Eine Hacke. Damit kannst du vorerst diese braune Erde hier beackern. Such dir eine Stelle zum Beackern und drücke dann den A-Knopf. Na los, probier mal das ganze Stück Land zu beackern. Okay, ich werde es versuchen. So, wir sehen dann immer genau, wo wir hin müssen. Gut, das hast du toll gemacht. Das Stück, das du gerade beackert hast, hat jetzt eine Furche. Was heißt das? In der Erde müssen Furchen sein, bevor du Samen säen kannst. Sonst können sie nicht gedeihen. Bingo! Und jetzt zeige ich dir auch, wie man die Saat aussät. Au ja, je schneller ich Wassermelonen züchten kann, desto besser. Warte, Nobita! Ich enttäusche dich nur ungern, aber momentan wachsen keine Wassermelonen. Hä? Was meinst du denn damit? Wassermelonen sind Sommerpflanzen. Wenn du sie zu einer anderen Jahreszeit säst, verdorren sie bloß. Bei jedem Jahreszeitenwechsel gehen sie unabhängig von der Säzeit ein. Oh, das ist aber schade. Jetzt ist Frühling, also würden sich Rüben und Kohl zum Aussäen eignen. Rüben wären doch ganz gut, oder? Sehen wir sie. Okay, dann also Rüben. Alles klar, hier sind ein paar Rübensamen für den Anfang. Plopp. Frühlingspflanzensaat ist in roten Säcken, also leicht zu merken. Sommerpflanzen sind grün, Herbstpflanzen sind gelb und Winterpflanzen blau. Anhand der Farbe erkennt man, zu welcher Jahreszeit eine Pflanze passt. Es steht alles in den Gegenstandsbeschreibungen, also lies sie durch. Gut, pflanzen wir einen Samen in die Furche, die wir eben gemacht haben. Siehst du die Hacke im Slot unten rechts? Diesen Gegenstand trägst du gerade mit dir. Und in diesem Fall handelt es sich um eine Hacke.
Um die Saat auszusäen, musst du sie erst halten. Tauschen wir die Hacke gegen die Saat aus. Wechsel mit der L- und R-Taste zwischen den Gegenständen. Genau so. Stelle dich jetzt vor die Furche und drücke den A-Knopf, um die Saat auszusäen. Vermeide es, die Saat irgendwohin anders zu säen als in der Furche. Na dann los, versuch es mal. Okay. Perfekt, toll gemacht. Gar nicht schlecht fürs erste Mal. Jetzt musst du sie gießen. Hier. Das kann ich. Ich schnapp mir eine Gießkanne, stelle mich vor die Saat und gieße drauf los. Nicht ganz. Da gibt es eine wichtige Sache, die du über Gießkannen wissen solltest. Oh, und das wäre da. Und was wäre das? Zuerst musst du die Gießkanne in der Hand halten. Schau zur Gießkanne unten rechts. Siehst du den schwarzen Balken, der vorher nicht da war? Das ist die Wassermenge, die noch in deiner Gießkanne ist. Finde eine Wasserstelle, an der du die Gießkanne auffüllen kannst. Stell dich mit der Gießkanne vor die Wasserquelle und drücke den A-Knopf. Hm? Los! Ach, ja, das ist... Ja. Ich habe ja noch nicht richtig getroffen. Sobald du Wasser geholt hast, nimmt der Balken unten rechts eine hellblaue Farbe an. Damit ist die Gießkanne einsatzbereit. Die Saat wird dir danken. Ich wette, du kannst diese Gießkanne überall dort auffüllen, wo es genug Wasser gibt. Jetzt, da die Gießkanne voll ist, stell dich vor die Samen und drücke A. Probier's mal, Kumpel. Ja. So, ich finde das ja auch süß. Guck mal, wie es direkt so dann da rauswächst. Samen, super nass. Gut gemacht. Gieße sie täglich, wenn du willst, dass sie gut wachsen. Jeden Tag? Das ist wichtig. Wenn du deine Pflanzen nicht gießt, gehen sie ein. Meinst du, das schaffst du? Natürlich, ich werde ein echter Pflanzenprofi. Du wirst schon sehen. Wenn du sie jeden Tag gießt, werden die Pflanzen immer größer, bis du sie ernten kannst. Rüben brauchen etwa 5 Tage. So lange? Yep. Eine Farm lässt sich schließlich nicht an einem Tag aufbauen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du alle so züchten wirst, Nobita. Wenn du Pflanzen mit noch besserer Qualität willst, musst du Dünger verwenden. Und wo finde ich den? Den gibt es im Krämerladen. Ich habe etwas Dünger dabei, warum probieren wir es nicht gleich aus? Also, um ihn zu verwenden... Warte, Harmon! Nobita, denk mal über alles nach, was er dich bisher gelehrt hat und versuch es selbst. Aber sicher. Komm schon, Nobita, du schaffst das. Wenn du mal nicht weißt, was zu tun ist, frag einfach. So, Dünger. Den sehen wir hier aus. Perfekt, toll gemacht. Das ist mein Nobita. Super, jetzt weiß ich, dass die Farm ab sofort in guten Händen ist. Land beackern, Samen pflanzen, gießen und düngen bringt dir eine erstklassige Ernte. Farmarbeit ist nicht einfach, aber sie ist das Ackern wert. Du wirst schon sehen. Wenn das nicht Nobita ist, hast du schon einen Ort zum Helfen gefunden? Oh, anscheinend sind schon alle nach Hause gegangen. Wie es aussieht, werde ich ab jetzt wohl ein Farmer sein. Was? Also Felder bestellen, ernten und sich um Tiere kümmern? Du? Ob er sowas wohl hinbekommt? Das ist fantastisch, Nobita. Ich werde farmen, wie noch nie jemand gefarmt hat, das schwöre ich. Das ist die richtige Einstellung, Kumpel. Ob er dieser Aufgabe wirklich gewachsen ist? Nobita langweilt sich ziemlich schnell. Harmon hat mich mit allem vertraut gemacht. Ich komme schon klar. Er hat sogar ein paar Rüben gepflanzt. Ja, ich muss mich um sie kümmern, während sie wachsen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was aus ihnen wird. Oh, stimmt ja. Ich habe vergessen, dir zu zeigen, wie man erntet. Das geht wohl am schnellsten mit ein paar meiner Pflanzen. Gute Idee. Dann leg mal los, Kumpel. Klingt gut, danke. Also, wie genau funktioniert das Ernten?
Stell dich vor eine ausgewachsene Pflanze und drücke den X-Knopf. Also gut, schaut gut zu und lasst euch von meinem Können umhauen. Und so. Oh, und wie gut er das gemacht hat. Gut gemacht, Nobita. War doch keine große Sache. Jetzt kannst du diese Ernte jemandem schenken. Oh, wirklich? Nimm das, was du verschenken willst und drücke zum Schenken den X-Knopf. Wie wäre es, wenn du diese Rüben von jemandem, wenn du diese Rüben von eben jemandem als Geschenk gibst? Bist du sicher? Nun, ich schätze, dann werde ich das Shizuka geben. Für mich? Bist du sicher, Nobita? Aber natürlich, alles für dich, Shizuka. Oh, ist er etwa verliebt? Ach so, ja, ich wollte ja auch. Ich habe hier...